Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Keine Lösung im Tarifstreit bei der Bahn. Das Ultimatum der Gewerkschaft EVG an die Deutsche Bahn, ein verbessertes Angebot vorzulegen, ist abgelaufen. Damit will die Gewerkschaft an ihrem Streik ab Sonntagabend festhalten. Die Bahn hatte nach Gesprächen am Abend erklärt, sie habe die Forderungen der EVG zum Mindestlohn erfüllt. Bundestag erinnert an Staatsgründung Israels vor 75 Jahren. Neben dem Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland war auch die umstrittene Justizreform in Israel ein Thema der Debatte.